Hi und herzlich willkommen hier heute zum Wochenabschluss Nummer 1 für den Monat August. Wundert euch nicht, ich habe ein bisschen dicke Augen, ein bisschen rot vielleicht, keine Ahnung, die fühlen sich auf jeden Fall so an, weil ich habe für euch die Katzenbürste getestet. Da blende ich euch gleich das Video zu ein, das habe ich gerade gemacht und da hat irgendwie meine Allergie ein bisschen getickt. Durch Zufall ist irgendwann mal rausgekommen vor ein paar Jahren, dass ich eine relativ starke Katzenhaarallergie habe. Ja, das habe ich dann aber immer, soweit es geht, ignoriert, weil das unpassend ist, weil ich ja zwei Katzen habe. Das ist auch nicht so schlimm. Das passiert halt manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Kratzer abbekomme, dann juckt er halt sehr stark. Oder wenn ich halt mal Fell, so wie beim Kämmen, dann mal in die Augen kriege, dann fängt das halt auch an zu jucken. Und sonst habe ich aber nichts, jetzt keine Atemnot oder sonst irgendwas. Genau, und das zeige ich euch dann gleich mal. Das ist ja diese Katzenbürste mit Wasserdampf. Die habe ich dann jetzt einmal getestet. Und ja, da werdet ihr dann gleich sehen, was ich davon halte, weil die habe ich ja empfohlen bekommen in den Kommentaren. Genau, und das zeige ich euch auch noch, bevor wir dann hier jetzt nachher die Ansicht wechseln und die Zahlen eintragen. Das heißt, heute gibt es da noch mal ein bisschen mehr Stoff. Genauso wie ich ja eine neue Heißluftfritteuse habe oder beziehungsweise überhaupt mal eine Heißluftfritteuse. Sowas hatte ich ja bisher noch nicht. Bin total begeistert von dem Ding. Da blende ich euch jetzt auch mal das Foto ein von der Heißluftfritteuse, die ich mir da geholt habe. Ich hatte ja die ganze Zeit immer so eine Ninja im Kopf. Wusste aber nicht platzmäßig, wohin damit. Und deswegen habe ich mich jetzt für die entschieden, weil die hat halt auch zwei Fächer, aber ist trotzdem noch kompakter als die Ninja. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Auswahl und auch mit dem Essen, was ich bisher gemacht habe. Blende ich euch hier auch mal ein. Da hatte ich dann einmal so Hähnchenschenkel gemacht mit Gemüse und Kartoffeln dann einfach da drin. Und dann habe ich auch noch Currywurst gemacht mit Pommes. Also ganz klassisch. Auch die Wurst habe ich da drin gemacht. Das Geile ist halt, man kann das dann wirklich ja komplett ohne Fett machen. Und dann habe ich ja die Wurst noch klein geschnibbelt, habe eine Currysoße gemacht und halt die Pommes dann auch aus der Heißluftfritteuse. Und da habe ich jetzt noch einiges übrig. Das habe ich jetzt eingefroren. Ja, und ja, ihr merkt, ich bin begeistert. Das Essen hat mir super lecker geschmeckt und mit der Heißluftfritteuse geht das halt alles echt unspektakulär, schnell, ohne viel Dreck, Aufwand, Geruch und so weiter und so fort. Also gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, ich werde meinen Backofen jetzt in Rente schicken können. Es sei denn, man muss natürlich mal irgendwie was Größeres machen oder so, ne? Dann, klar, braucht man den immer noch. Aber für sowas. Perfekt, wirklich. Also, wenn jemand von euch noch am Überlegen ist oder irgendwie so Bedenken hatte, so wie ich, ne, dann schmeißt sie über Bord, holt euch so ein Teil. Das Ding, was ich mir jetzt geholt habe, diese Russell Hobbs, ich verlinke die euch unten auch mal, weil die hat auch ein 30-Tage-Rückgaberecht. Keine Ahnung. Testet die halt und guckt, ob sie euch gefällt. Und wenn nicht oder irgendwie was, kann man sie ja wieder zurückschicken. Genau, ja. Und ich würde sagen, das war jetzt so eigentlich alles, was ich euch zu sagen hatte, beziehungsweise zeigen möchte ich euch noch die Katzenbürste, bevor wir dann jetzt in die Zahlen reinstarten, die natürlich für die erste Woche wieder sehr, ja, die erste Woche war wieder sehr kostenintensiv. Das ist ja immer so. Gerade ja mit den ganzen Bestellungen. Ich habe ja auch meine 2+-Bestellung wieder gemacht. Da haben ja auch immer viele gefragt, ob ich denn da nicht mal zeigen kann, was ich da immer so für die Katzen bestelle. Ja, habe ich mit aufgenommen, zeige ich euch am Sonntag dann in meinem Einkaufsvideo mit dabei, was ich dann da für die Katzen bestellt habe oder immer so bestellt. Das war jetzt dann so ein regulärer Einkauf. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir doch mal rein. Ich zeige euch jetzt die Bürste. Und blend euch das Video dann jetzt einmal ein und dann sage ich erstmal bis gleich. Ja, bevor wir dann mit dem Wochenabschluss weitermachen, hatte ich euch ja versprochen, dass ich einmal mit euch zusammen die Bürste austeste, die ich für die Katzen auf Empfehlung in einem Kommentar gekauft habe. Vielen Dank nochmal dafür. Die habe ich jetzt da. Ich habe die Bürste schon aufgeladen, da war aber nur so ein bisschen Ladung musste da nur rein, die kommt also voraufgeladen.
und habe schon Wasser reingefüllt. Hab das jetzt schon mal getestet, also nicht direkt getestet, sondern nur den Katzen mal hingehalten zum Schnuppern, zum Zeigen und halt mal den Wasserdampf angemacht. Da kommt halt so Wasserdampf raus. Das ist halt der Trick an der ganzen Sache, dass dieser Wasserdampf, der ist natürlich kalt, ja, das Fell feucht macht und so die Haare halt an der Bürste auch kleben bleiben. Und die Lilly ist sofort abgehauen. Die Nala hat sich da jetzt nicht von beeindrucken lassen. Bei Lilly ist so das Problem, ich habe mir das schon fast gedacht, weil wo die zu mir kam, da war sie ja irgendwie, ich weiß das gar nicht mehr so genau, ich glaube 6 Wochen alt oder 2 Monate oder so, ich weiß das nicht mehr. Die war in der Pflegestelle, man hat die alleine im Garten gefunden, auch ohne Geschwisterchen, ohne Mutter. Und sie ist halt, das hat sie halt beibehalten, kann halt eine sehr gierige und nervige Katze sein, besonders wenn man isst. Möchte halt immer, bettelt sie immer, möchte sie immer was haben. Das war von Anfang an so, das habe ich auch nicht aus ihr rausgekriegt. Und ich denke mal, da wo sie in der Pflegestelle war, das hat den wohl, das war halt private Leute waren das, das hat, wird die wohl genervt haben. Und ich weiß, dass die mit Wasser besprüht haben. Und das ist halt scheiße, weil das bleibt halt drin. Die erschrecken sich unheimlich doll, wenn sie mit Wasser besprüht werden. Und ich habe das heute noch, wenn ich jetzt meine Wohnung sauber mache und habe irgendwie Sprühflaschen mit Putzmittel drin, die muss die nur sehen. Da ist die über alle Berge. Und ja, das kriege ich leider nicht aus ihr raus. Also das sitzt ganz tief und ganz fest. Ich habe sie nie nass gemacht, angesprüht oder so, aber das ist halt so ein Ding. Und deswegen wird die Bürste wohl leider nichts für die Lilly sein. Da werden wir das jetzt auch nicht testen, weil ich habe die Bürste jetzt rausgeholt und die ist halt auch schon direkt wieder verschwunden. Ja, aber ich habe ja noch diesen Furminator. Den mag die Lilly, die Nala dafür aber nicht. Und dann habe ich halt für jede Katze eine Bürste. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch weiter erzähle, das war jetzt nur die Vorgeschichte, starten wir doch mal mit der Nala. Die liegt hier vor mir. Ich hoffe, die bleibt jetzt auch liegen. Und dann gucke ich mal, dass ich die Kamera gut ausgerichtet kriege und dass wir das einmal an der Nala testen und ich euch die Bürste dann auch mal zeige. Ich packe sie euch auch unten in die Beschreibung rein, wenn ihr da Interesse dran habt oder so. Und die ist gut. Na, ich weiß es ja auch noch nicht. Dann ja, könnt ihr euch die ja auch holen. Okay, wir starten mal. So, das ist die Bürste. So sieht die aus. Und so sieht das aus, wenn da Wasserdampf rauskommt. Und dann gucken wir doch mal, wie die Nala das findet. Ja, ich muss sie vielleicht noch mal so ein bisschen festhalten. Alles gut, Schatz. Wir testen das jetzt mal aus, ne? Also ich habe den Wasserdampf jetzt auch an. Schnurren tut es auf jeden Fall nicht. Also ihr seht schon, sie ist jetzt keine Katze, die sich wahnsinnig gern kämmen lässt. Ich mache jetzt mal den Dampf aus. Vielleicht stört sie das auch ein bisschen. So. Und dann gucken wir mal, ne? Na, wird schon entspannter. Na, bleib mal. Also sie schnurrt nicht, sie gibt irgendwie so ein Grummeln von sich. Ich weiß nicht, ich glaube, sie weiß noch nicht so genau, ob sie es mag. Oh, da kommt die Lilly ja auch. Okay. Ihr dürft euch nicht wundern, die Lilly, die hat wieder mal einen verstopften Tränenkanal. Da kann man leider nichts machen, wenn man da Tiere hat. Also bei Hunden kann das, glaube ich, auch passieren, die dafür anfällig sind. Aber ich glaube, ihr seht das gar nicht, sie ist schon wieder weg. So, und das ist jetzt schon mal die Ausbeute, die ich habe, Leute. Das sieht schon mal richtig gut aus. Ich glaube, wenn ich die Nala daran gewöhne, weil das sind hier auch so ganz weiche Silikonnoppen. Ich glaube, wenn ich die Nala da einmal dran gewöhne, hier kann man auch so richtig über den Kopf gehen, dann wird sie es, glaube ich, ganz toll finden. Ja, Schatz, du bist jetzt erstmal entlassen, ne? So, nachdem die Nala dann jetzt nochmal mit dem Handy geschmust hat und dann nochmal alles hier umgeschmissen hat, ist, würde ich sagen, der erste Test geglückt.
Ja, wenn sie es zulässt, dass ich es länger machen kann oder dass, ja, dass sie sich ein bisschen dabei so entspannt, glaube ich, ist das eine sehr geile Bürste. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe jetzt so ein paar Mal gekämmt und habe schon das hier raus. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht. Und im Gegensatz zu dem, ich zeige dir mal hier, dieser Fuminator, der hat halt so eine richtige Klinge vorne, ne? Da seht ihr das. So richtige Zacken. Und der holt natürlich unheimlich viel Unterwolle raus. Aber ich glaube, das ist vielleicht manchmal nicht so angenehm. Und gerade die Nala, die hat ein bisschen dünneres Fell als die Lilly. Und ich glaube, deswegen gefällt der Lilly das besser als der Nala. Oder die Lilly steht einfach ein bisschen auf was Gröberes oder so. Und die Nala ist eher so ein bisschen sanfter. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Aber ich werde das Ding auf jeden Fall behalten. Test bestanden. Ich muss nur meine Katzen da so ein bisschen dran gewöhnen. Aber nicht jeder hat ja eine Katze wie die Lilly, die jetzt Angst vor sowas hat oder so. Ne? Ja. Also ich bin auf jeden Fall dankbar für die Empfehlung. Vielen, vielen Dank. Ja, ich werde es auf jeden Fall benutzen. Und was hat das jetzt gekostet? Ich glaube 14 Euro oder so. 14 Euro und ein paar Cent. Da war auch so ein Coupon dabei. Manchmal hat Amazon das ja. Ich habe es bei Amazon ja bestellt. Mit so 10% Rabatt oder so. Na, könnt ihr mal gucken. Wie gesagt, Link packe ich euch unten rein. Ist jetzt auch keine Werbung oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen muss. Ich habe das Teil ja gekauft in meinem Besitz. Und ja, auf Nachfrage hin wollte ich es euch dann mal vorführen und zeigen, weil ich fand das selber sehr interessant mit diesem Wasserdampf. Und ja, ohne den Kommentar wäre ich da ja selbst niemals drauf gekommen, dass es sowas Tolles gibt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir doch mal weiter mit dem Wochenabschluss. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Also ich kann die Bürste wirklich bedingungslos empfehlen. Link habe ich euch auch mal unten reingepackt. Weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Also Link von der Heißluftfritteuse und von der Bürste ist mal ist unterm Video, falls ihr da Interesse habt. Und genau, ich muss meine Katzen noch ein bisschen dran gewöhnen, beziehungsweise die Nala, habt ihr ja gesehen, die war so ein bisschen, ja, so ganz entspannt war sie noch nicht, aber das kriege ich hin. Das macht, denke ich mal, die Gewohnheit. Und bei Lilly, ja, ich glaube, da benutze ich halt einfach weiter diesen Fuminator, weil ich glaube, die wird damit nicht warm werden. Sie kam ja zwar, um mal zu gucken, aber ja, sie war ja dann auch direkt schon wieder weg. Und wenn ich den Fuminator zum Beispiel auspacke, dann kommt sie sofort. Also da steht die total drauf. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ich hatte mir das Video jetzt noch nicht angeguckt, was ich jetzt da gerade gemacht habe mit der Bürste. Ob man das gesehen hat mit ihrem Tränenkanal. Also falls ja, erschreckt euch da nicht. Das ist eine Sache, da muss man leider mit leben. Ne? Sie hat dann öfter mal den Tränenkanal verstopft. Da kann ich auch gar nichts gegen machen. Der verstopft halt irgendwann, das ist nicht sichtbar. Und man sieht das dann nur, sobald dann halt so, ja, es so aus dem Auge so raussuppt. Ne? Das ist so ein braunes Zeug dann. Und das kann man dann halt wirklich einfach immer nur sauber machen und wegwischen. Und bis sich der Tränenkanal halt wieder die Verstopfung löst. Und dann ist erstmal wieder alles okay. Tierärztlich kann man da halt nichts machen. Man kann natürlich hingehen, Narkose geben und den Tränenkanal einmal durchpieksen. Aber das bringt nichts, zumindest nicht auf Dauer, weil Katzen oder Tiere, die dazu neigen, ja, da passiert das dann halt immer wieder, dass der verstopft. Ne? Und deswegen brauche ich ihr da so eine OP nicht antun. Das ist abgeklärt. Ich weiß, was es ist. Es tut ihr nicht weh. Es ist halt einfach nur, es sieht nicht schön aus. Und ich erkläre es halt lieber, falls man, ja, falls da Fragen kommen. Und ja, für sie ist das natürlich auch, ich sag mal, vielleicht ein bisschen unangenehm, weil das halt immer so ein bisschen saftet und sie natürlich immer das mit der Pfote so dann wegwischt. Ne? Aber sie hat dabei halt keine Schmerzen, es ist keine Entzündung oder sowas. Es ist einfach halt, ja, sieht halt nicht so schön aus. Genau, ja, und jetzt würde ich sagen, nachdem ich euch alles erzählt habe, starten wir doch mal und alles gezeigt habe, starten wir doch mal rein in meine Zahlen. Und ich freue mich, ja, den August jetzt offiziell mit der ersten Woche zu starten. Und ich sage bis gleich in der gewohnten Ansicht. Und da sind wir auch schon wieder und ich sage Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zum Wochenabschluss Nummer 1 für den Monat August.
Ja, wir haben heute den 6.8. und ihr seht das Video auch am 6.8. Wir haben 10:45 Uhr. Ich habe Urlaub, deswegen kann ich das heute so aufnehmen. Ich habe heute schon einiges geschafft und da wird mir wieder klar, wie viel Zeit man hat, wenn man nicht arbeiten gehen muss. Ich war heute Morgen schon beim Zahnarzt, habe hier Zahnreinigung machen lassen und Kontrolle. Dann war ich noch ein Paket wegbringen, weil wir mussten eine neue Pumpe für unseren Pool bestellen, weil die abgeraucht ist, also tatsächlich so richtig. Die hat wirklich richtig gequalmt. Und dann hat sich aber herausgestellt, dann war dann jemand da, der sich ein bisschen auskennt und der hat gesagt, man kann die reparieren. Und da muss man dann nur ein Ersatzteil bestellen und somit kann die andere Pumpe dann doch wieder zurück für den Pool. Die brauchen wir dann nicht mehr und die habe ich dann vorhin auch noch zurückgebracht zur Post. Und dann, was habe ich denn noch gemacht? Genau, dann habe ich noch ein Rezept aus der Apotheke abgeholt, weil ich gestern hatten die das nicht auf Lager. Und dann, ja, konnte ich das heute abholen. Und genau, ich habe jetzt schon einiges geschafft, inklusive hier mit der Bürste testen und das alles. Also ja, wenn man Urlaub hat, wird einem wirklich klar, für was man alles wirklich Zeit hat, was man alles schaffen kann. Und wir haben ja noch früh am Morgen. Das heißt, ich kann heute noch ein bisschen mehr schaffen. Oder ich gehe gleich einfach in den Garten, genieße das Wetter. Heute soll nämlich auch wieder irgendwie knapp 30 Grad werden. Mal gucken. Irgendwas fällt mir schon ein, wenn man so viel, wenn man die Zeit hat. Na, ist schön. Ja, wir haben gestern auch im Garten den Geburtstag von meiner Schwester gefeiert. Das war auch sehr schön. Und ne, waren ganz viele Kinder da. Wir haben mittlerweile ist unser Garten ein reinstes Kinderparadies mit Klettergerüst, mit Pool, mit Trampolin und ach, alles Mögliche an Spielsachen und was sie da nicht alles haben. Und dann haben wir gegrillt. Vielmehr der Mann von meiner Schwester hat gegrillt. Es war ein richtig schöner Tag. Ja, und genau, wir starten. Wir starten. Ich mache jetzt übrigens im Anschluss dann auch das Cash-Stuffing-Video. Es wird mal langsam Zeit, das Geld zu verteilen. Ich habe das jetzt hier noch liegen. Und das seht ihr ja dann am Donnerstag. Und da habe ich auch so die eine Änderung, eine kleine Kleinigkeit, die erzähle ich euch dann aber, was ich davor habe in Zukunft und was ich ab jetzt schon durchgeführt habe oder gemacht habe. Das machen wir dann aber am Donnerstag in dem Video. Genau, und jetzt starten wir mal für die Woche. Ich war einkaufen bei Kaufland natürlich. Das Video seht ihr jetzt am Sonntag, inklusive Katzeneinkauf, den ich dann mit abgefilmt habe, der jetzt natürlich hier nicht mit in den Lebensmitteln drin ist. Das sind Online-Einkäufe. Und bei Kaufland habe ich ausgegeben 34,87 €. Ich habe ja jetzt Urlaub, das heißt, ich habe auch ein bisschen was gekauft zum Kochen. Natürlich auch wieder für die Heißluftfritteuse. Da war dann auch die Currywurst mit dabei. Oder die Bratwurst und die Pommes. Und ich habe mir gesetzt ja ein Budget von 175 €, weil ich ja 5 Wochen mache diesen August. Und somit sind dann noch übrig, na, mal abgesehen davon, dass das schön im Budget war, na, wenn ich jetzt 35 € die Woche rechne. Also alles super. 140,13 € sind dann noch übrig. Taschengeld habe ich nichts ausgegeben. Achso, nee, da muss ich ja hier eintragen. Da sind dann noch 50 € da. So, Online-Einkäufe. Genau. Da hatte ich ja hier 350 €. Ja, veranschlagt und die habe ich auch ausgegeben. Ich habe das jetzt einfach mal gerundet, weil da war ja auch ein bisschen Back-to-Bank dabei, wegen dem Geschenk für meinen Papa, was ich ja dann aus dem Online-Budget bezahlt habe, aber dann halt aus Geschenke rausgenommen habe, was dann wiederum im Cash-Stuffing jetzt noch mit drin ist und so. Also letzten Endes habe ich das Geld ausgegeben bei Amazon und bei Zooplus. Alles in allem mache ich dann auch direkt die 350 €. Es war ein bisschen weniger, ein paar Euro weniger, aber das klamüsere ich jetzt nicht auseinander. Also 2, 3 € waren das. Damit werde ich eh nichts anfangen können mehr und von daher
setzen wir das Budget auf null. Es ist also auch nichts ins Minus gegangen. Wie gesagt, es waren ein paar Euro weniger. So ein paar, 2,87 € oder irgendwie sowas, aber das brauche ich jetzt nicht hier, so eine krumme Summe. So, dann, ich hoffe natürlich, ich brauche jetzt auch nichts mehr, dass ich da irgendwie ins Minus gehen kann. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch von den Töpfen her relativ gut aufgestellt oder vom Budget her, dass das eigentlich ganz gut immer hinhaut. Dass ich dann, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Online-Einkauf machen möchte, weil müssen tue ich ja nicht mehr. Ich habe ja jetzt schon alles gekauft, was ich wirklich zum Leben brauche, sag ich mal, oder meine Katzen. Wenn da jetzt aber ein Einkauf dabei ist, wo ich jetzt denke, ach ja, hätte gern oder so, ne, überlege ich mir das ja eh vorher. Aber dann habe ich ja immer noch auch noch hier meinen Luxusumschlag zum Beispiel. Ne? So, Drogerie war ich bei DM. Da habe ich auch einen Short zugemacht. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, blende ich den euch mal ein, was ich da für diesen Monat gekauft habe. Und da habe ich wirklich auf den Cent genau, habe ich auch ein bisschen Rabatt gekriegt, auf den Cent genau 40 € bezahlt. Kein Cent mehr, kein Cent weniger. Und ich hatte 44 € auf der Karte. Ich meine, da sind jetzt noch 6 € irgendwas drauf. Ich müsste das mal genau nachgucken, das kann ich jetzt nur auf dem Handy. Ich schreibe jetzt mal 6 € drauf. Ich meine, waren 6,58 € oder so. Ich bin mir jetzt unsicher. Da gucke ich aber nochmal nach und korrigiere das dann. Weil das kann schon mal, ich sag mal, kriegsentscheidend sein, wenn ich jetzt doch nochmal was aus dem DM brauche. Ja, dann, weil ich das ja mit dieser Karte bezahlen. Mit dieser Partnerkarte, die ich habe. Und wenn die leer ist, dann geht halt die Buchung nicht durch, ne? Und das wäre dann blöd. So, Spartöpfe. Habe ich da was ausgegeben? Nein. Da habe ich nichts ausgegeben. Noch nicht. Vorratskäufe habe ich auch ausgegeben bei Kaufland. Seht ihr dann auch am Sonntag. Habe ich wieder was im Vorrat gefunden und auch gekauft. Und da habe ich 8,56 € ausgegeben. Und ich gebe mir ja für Vorratseinkäufe immer 50 € im Monat. Und somit habe ich noch 41,44 € für Vorräte übrig. Zusätzliche Einnahmen hatte ich keine. Und somit ist die Woche, glaube ich, schon durch. Ich gucke noch mal eben hier auf meinen Spickzettel, ob ich auch nichts vergessen habe. Nee, alles drin. Genau. Ja, das ist die erste Woche. Also hier bin ich auf jeden Fall im Budget. Hier habe ich nichts ausgegeben, also auch natürlich im Budget. Hier auch. Perfekt. Also ich kann jetzt erstmal nicht meckern. Ich bin natürlich gespannt, wie es weiterläuft. Meine Schwester hat ja jetzt auch Geburtstag gehabt gestern. Das heißt, ich habe ihr da auch Geld geschenkt, was ich dann jetzt schon aus dem Cash-Stuffing rausgenommen habe, bevor ich es überhaupt in den Geschenkeumschlag gelegt habe. Das heißt, das ist schon weg. Und ich hatte ja jetzt schon mal angedeutet, dass ich auch Geschenke jetzt regelmäßig sparen möchte, genauso wie Weihnachten, dass da einfach pauschal jeden Monat 50 € reinkommen, und so werde ich das jetzt auch machen, weil ich bin jetzt die ganze Zeit wirklich mich immer am, ich leg's Geld rein und zack ist es wieder raus, weil jetzt halt im Sommer so viele Geburtstage waren und das möchte ich ja nächstes Jahr vermeiden. Und jetzt habe ich einige Monate Zeit, um wieder ein bisschen was anzusparen, weil ich glaube, jetzt kommt erstmal nichts. Sorry an den ich vergesse. Ich vergesse es nicht, aber ich habe es jetzt dann nicht auf dem Schirm. Also von daher, genau. Sollte jetzt aber erstmal ein bisschen Ruhe einkehren. Ja, liebe Leute, dann sind wir durch für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, wie immer natürlich. Wenn ihr meinen Kanal bisher noch nicht abonniert habt, würde mich das natürlich sehr freuen, wenn ihr da einmal auf den Abo-Button klickt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich immer sehr drüber. Hinterlasst mir gerne Kommentare, wie eure erste Woche war. Das interessiert mich natürlich auch immer. Und ja, ansonsten alles Gute für euch. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.